Oh. Nicht schon wieder. Schwere Sturmböen, 93 km/h. Ich freue mich. Ja, bedingt durch die ganzen Bäume hier rund um unser Tiny House hat sich schon zur Routine entwickelt, dass wir wöchentlich den Wetterbericht checken und gucken, wann der nächste Sturm kommt. Denn damit haben wir nicht so ganz geile Erfahrungen gesammelt in letzter Zeit. Aber hier steht auch, dass der Sturm nur im Laufe der Woche ein bisschen übers Grundstück hinwegpesen soll. Wo wir eh auf der Schwedenhausbaustelle sind, da gibt es nämlich genug zu tun. Von daher hoffen wir, dass alles gut läuft und vor allem alles stehen bleibt. The stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Ein Leben ohne täglichen Besuch reizüberfluteter Konsumtempel. Nicht alles neu kaufen, was wir für unser tägliches Leben brauchen, obwohl wir es uns theoretisch leisten könnten. Und den neuesten Trends auch mal ganz selbstbewusst den freundlichen Mittelfinger zeigen. Ja, tatsächlich wurden wir vor einiger Zeit gefragt, ob es nicht total langweilig und super öde ist, als konsumblockierte Minimalisten durchs Leben zu gehen. Vor allem in der heutigen Zeit. Unsere Antwort gibt's jetzt. Bevor Max jetzt wieder sprachlos wird, übernehme ich den Part. Ja, eigentlich können wir echt zufrieden sein. Ja, ich meine, wir leben in Frieden, haben ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und im besten Fall gehen wir sogar einem Job nach, der uns verdammt viel Spaß macht und der uns Monat für Monat einfach mal das gesamte Leben finanziert. Ja, und wenn wir so darüber sprechen, unser eigenes Geld zu verdienen, dann können wir auch eigentlich selbst entscheiden, was damit passiert. Wir können es zum Beispiel 1:1 in den Konsum neuer Produkte stecken. Wir brauchen was, also kaufen wir es uns einfach. Ohne dabei aber manchmal den eigenen Kopf einzusetzen. Es scheint so, als ob ein intensiver Konsum in der heutigen Zeit ja für ganz viel Glück und Zufriedenheit sorgt. Ja, mit jedem einzelnen Produkt, mit jeder vollgestopften Tüte, die wir durch die Einkaufshallen tragen, steigert sich unsere Vorfreude. Wir werden geflutet von Glücksmomenten, einem echten ja, Gefühlsfeuerwerk. Aber ist dem wirklich so? Oder bedeutet unkontrollierter, unbewusster Konsum nicht eher eine Belastung unserer Sinne und Wahrnehmung? Und entfernt es uns nicht auch ein wenig von dem, was wir wirklich brauchen? Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, aber der passt in der heutigen Zeit einfach wie Arsch auf Eimer, ja? Dass wir immer mehr versuchen in unserer Gesellschaft, ja, uns von dem Geld, was uns einfach gar nicht gehört, Dinge kaufen, die wir null brauchen, um den Menschen zu imponieren, die wir überhaupt nicht kennen. Und versteh mich bitte nicht falsch, natürlich können wir alle selbst entscheiden, was mit unserem Geld passiert. Keine Frage. Tja, wenn da nicht das große Aber wäre, denn je mehr wir verbrauchen und konsumieren, desto mehr belasten wir damit automatisch auch unsere eigene Lebenszeituhr. Denn das Geld, was wir für unseren Konsum benötigen, muss ja auch irgendwie verdient werden. Euro für Euro. Und dafür setzen wir wiederum unsere wertvolle Lebenszeit ein. Du merkst, ein ganz schön unfairer Teufelskreislauf, den nur wir selbst am Ende aufhalten können. Wir belasten aber auch unsere gesamten Lebensgrundlagen. Rohstoffe wie Erdöl werden knapp, unsere Böden laugen aus, der Grundwasserspiegel sinkt, Giftstoffe werden freigesetzt in der Umwelt, Wälder werden abgeholzt und setzen schädliches CO2 frei. Und daran merken wir einfach, dass in unserem Alltag alles irgendwie miteinander verbunden und vernetzt ist. Wir mit der Umwelt und die Umwelt mit uns. Und Konsum ist sicherlich nicht verkehrt und hier und da auch nötig, aber lange nicht in dem Umfang, wie er heute einfach sehr exzessiv gelebt wird. Hier noch eine kleine Einladung für euch. Ihr seid natürlich auch herzlich willkommen, auf unserem Instagram-Account vorbeizuschauen, auf dem ihr weitere Inspirationen findet, in Bild, aber auch in Videoform und eine Antwort auf die Frage, warum Minimalismus eurem Leben einfach mal einen neuen Schwung verleihen kann. Schaut gerne mal vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall über euren Besuch. Hey, ich möchte jetzt kein Spielverderber sein, ja? Wir Menschen sind einfach nicht perfekt. Wir hinterlassen täglich unsere Spuren und wir haben eben unsere Träume, Wünsche und Ziele und die wollen wir uns ja auch irgendwie erfüllen. Ist ja total verständlich. Und beim Minimalismus geht es eben darum, sich diese Träume und Wünsche und Ziele eben auch über einen nachhaltigeren und bewussteren Konsum zu erfüllen, wie auch seinen täglichen Bedarf darüber zu decken. Also, dass es viele andere Möglichkeiten und Wege gibt, als gleich zu einem Neukauf zu greifen. Wir dürfen uns im Alltag einfach einmal mehr die Frage stellen, was wir von dem, was wir wirklich zum Leben brauchen, eventuell gebraucht kaufen können oder ausleihen oder reparieren oder womöglich gar nicht zum Leben brauchen. Denn vieles, was uns so umgibt, ja, macht uns vielleicht augenscheinlich glücklich. Wenn es aber plötzlich nicht mehr da ist, merken wir, dass es nicht immer zwingend die materiellen Dinge sind, die wir für unser tägliches Glück brauchen.
Ich würde dir gerne mal was erzählen. Früher in meiner Schulzeit fand ich es total geil, meinen Mitschülern zu imponieren und zu zeigen, was ich mir alles leisten kann. Und habe mir einfach gar keine Birne darüber gemacht, was ich mit meiner Handlung eigentlich bewirke oder verursache. Heute, viele, viele Jahre später, finde ich es einfach nur geil, fancy Secondhand-Läden aufzusuchen, ja, um alten Dingen einfach ein zweites Leben zu schenken. Oder eben das, was wir aktuell besitzen, so lange zu nutzen, wie es eben ja, hält oder eben noch funktioniert. Das Leben auf reduzierter Fläche, sehr minimalistisch, möbeltechnisch stark reduziert und mit dem Allernötigsten ausgestattet, was wir zum Leben im Tiny House brauchen, hat uns damals aber auch heute die Augen geöffnet. Und es fühlt sich irgendwie gut an, an dieser Erkenntnis angekommen zu sein. Und wir möchten euch mit diesem Video, aber auch allen anderen Videos zum Thema Minimalismus hier auf diesem Kanal inspirieren und ermutigen, auch offen zu sein für dieses Thema, für das Thema Ausmisten loszulassen und auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn der Nachbar zum Beispiel mehr konsumiert als ihr und es vielleicht verwunderlich findet, aber es für euch einfach der richtige Weg sein kann. Und auch wenn wir nur noch knapp 20% von dem besitzen, was wir damals besessen haben, stapelt sich es auch in einem Tiny House, auch bei uns, hier und da sicherlich ein wenig. Ich glaube, ein leeres Tiny House vor der Kameralinse wäre wenig authentisch, gerade mit 3 Kindern an Bord. Und ehrlich gesagt haben wir auch nicht wirklich die Zeit, hier täglich aufzuräumen. Von daher, es sieht einfach so aus, wie es aussieht und ja, wir leben einfach hier. Unser Lebensstil und auch unsere Einstellung zum Konsum war aber nicht immer so. Ja? Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich so 8, 9 Jahre alt war, da waren meine Eltern mit uns Kindern auf dem Weg nach Stuttgart per Flieger und wollten ihre nagelneue E-Klasse entgegennehmen. Also es ist so, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe noch diesen Geruch des frischen Leders in der Nase. Alles war nagelneu und ungebraucht und mein Dad war eben der Erste, der das Fahrzeug bewegt hat, was ja auch irgendwie ein geiles Gefühl war, zumindest damals. Also nichts mit gebraucht kaufen. Und dieser Moment hat mich so stark geprägt schon als Kind, dass ich mir dachte, neu kaufen muss was Gutes sein, was Wertiges. Und auch etwas später, so als junger Spund, so mit 15 oder 20, stand Secondhand nicht wirklich auf meinem Schirm. Es war einfach nicht relevant für mich. Und ich dachte mir, wenn ich einen Bedarf habe, dann decke ich diesen Bedarf mit etwas Neuem, sofern ich es mir eben leisten kann. Ja, wenn ich damals schon auf den Trichter gekommen wäre, dass Gebrauchtkaufen meinen Bedarf, meinen täglichen Bedarf genauso gut decken kann, zum Beispiel Elektronik oder Kleidung, wie als ob ich es mir neu kaufen würde, dann hätte ich mir doch schon viel früher den einen oder anderen Wunsch erfüllen können. Tja, aber manche Dinge brauchen einfach Zeit, um in der Birne anzukommen. Ich habe übrigens eine ganz spannende Statistik gefunden zum Thema Secondhand. Befragt wurden 18- bis 64-Jährige, die in den letzten 12 Monaten etwas in Secondhand gekauft haben. Und herauskam, dass in Russland mit 23% die wenigsten Menschen leben, die ein Faible für gebrauchte Produkte haben. Die meisten kamen aus Polen mit 51%. Deutschland liegt so im Mittelfeld mit 44%, was erstmal gar nicht so schlecht ist, aber da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Zählst du dich auch zu den 44% der Befragten, die ihren Bedarf auch über gebrauchte Produkte decken? Oder hast du da vielleicht eine ganz andere Meinung zu? Hinterlass doch gerne deine Gedanken als Kommentar unter dem Video. Ich kann aus Erfahrung sprechen, dass es nie leicht ist, loszulassen. Gerade auch, weil mit diesem Prozess viele Erinnerungen und ja, Emotionen auch verbunden sind. Aktuell haben wir zum Beispiel unser Original Vespa vor dem Tiny House zu stehen, Noreen mit in die Beziehung gebracht hat. Und ja, wir haben eine echt gute Zeit mit ihr gehabt, aber mit den Kindern hat sich dann ja, der Nutzen dann schon sehr, sehr stark reduziert oder der Gebrauch im Alltag. Und wir haben uns immer so gedacht, hey, irgendwann schaffen wir es schon mal, ja, ein paar Runden damit, um einen Block zu drehen. Aber der Alltag hat uns gezeigt, nein, wir schaffen es nicht. Und somit haben wir uns entschieden, vor einiger Zeit schweren Herzens diese Vespa dann wieder abzustoßen und uns eventuell irgendwann wieder eine zuzulegen, wenn der Bedarf wirklich, ja, erfüllt werden kann von uns und wenn es auch Sinn macht, so ein schönes Schmuckstück da draußen einfach stehen zu haben. Auch wenn uns die Entscheidung echt schwer gefallen ist, so macht sie einfach total Sinn, denn so kann unsere Vespa, was ja auch eine Ressource darstellt, wieder von jemandem genutzt werden, der sie ja im Alltag wirklich brauchen kann und die Idee auch cool findet, eine Vespa eben gebraucht zu kaufen. Und da schließt sich eben wieder auch der Kreislauf, ne? Minimalismus, Ausmisten, gebraucht kaufen, das ist ja ein Kreislauf, der auch durch uns aufrechterhalten wird, mit jedem Produkt, was wir alle wieder in den Kreislauf geben, um das Thema Secondhand auch immer attraktiver zu machen. Deshalb bist du natürlich auch aufgerufen, in deinem Haushalt zu checken, was du nicht mehr brauchst, um es anderen Menschen wiederum zugänglich zu machen. Apropos Minimalismus und Mobilität. In den letzten Jahren haben wir immer nach diesem Prinzip ausgemistet, um uns noch einfacher von unnötigem Besitz zu lösen und uns einfach freier von allem zu machen. Und so haben wir eben auch unsere Mobilität im letzten Monat auf unsere neuen Bedürfnisse angepasst. Weg mit der Vespa, her mit einem Fahrzeug, das einfach Platz für uns alle bietet und mit dem wir einfach auch gemeinsam als Familie, vor allem mit den 3 Kindern, ein wenig Fahrtwind genießen können. Heute sind wir mobil, allerdings ohne eigenes Auto, was wir vor einiger Zeit auch abgestoßen haben, weil uns unser eigenes Auto einfach immer viel zu teuer war und zu zeitaufwendig. Stichwort Inspektion, Service, das ganze Spiel drumherum, du kennst es, wenn du ein eigenes Auto besitzt. Wir finden Leihen einfach eine super Sache und eine geniale Alternative, um unseren täglichen Bedarf dennoch zu decken, was früher über den eigenen Besitz funktioniert hat, nur eben heute ressourcenschonender. Und ob wir uns Werkzeug ausleihen, Babykleidung gebraucht kaufen oder ein Auto für mehrere Monate leihen, für die wir es auch wirklich nutzen, die Grenzen setzt am Ende nur du dir selbst.
Wir haben uns einfach gesagt, wir wollen kein eigenes Auto mehr und wollen uns noch mehr trennen von unnötigem Besitz und haben uns dementsprechend ein Fahrzeug geliehen von Finn für die nächsten 5 Monate. Es ist ein Opel Zafira Live geworden, der genug Platz bietet für 3 Kinder, also vor allem 3 Kindersitze auf der Rückbank. Du wirst es kennen, das ist ein absoluter Luxus, wenn du die Kinder nicht irgendwo reinpressen musst und du gleichzeitig noch genug Platz hast für den Wochenendeinkauf oder den nächsten Trip in die Natur. Wenn ihr eure Mobilität auch etwas minimalisieren und auf eure individuellen Bedürfnisse anpassen wollt, findet ihr weitere Informationen zu Finn auf unserem Insta-Account unter den Highlights. Ihr könnt uns auch gerne eure wichtigsten Fragen zum Thema Auto-Abo einfach stellen, die wir in einem nächsten Video oder einem der nächsten Videos hier beantworten. Falls ihr aber schon in nächster Zeit etwas mobiler sein wollt oder müsst, findet ihr noch einen aktuell gültigen Rabattcode für Finn in der Videobeschreibung, der eure erste Abo-Rate einfach mal um 100 Euro reduziert. Also schaut gerne mal rein. Könnt ihr euch eigentlich ein Auto-Abo im Alltag vorstellen und habt ihr schon mal darüber nachgedacht, mal komplett wegzugehen von diesem Gedanken, immer ein eigenes Auto besitzen zu müssen, was vielleicht auch so ein bisschen alte Denke ist? Ich finde das Thema total spannend und ihr ja vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es dir auch in deinem Umfeld so ein bisschen aufgefallen ist, aber wir haben so das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass man sich immer mehr beweisen muss, was man sich für sein teuer und hart erarbeitetes Geld alles leisten kann. Also neues Auto in der Einfahrt, ein riesengroßes Trampolin im Garten oder einfach mal ein Fernseher, der immer wieder größer ist als der vom Nachbarn. Was für ein Bullshit. Versteh mich bitte nicht falsch, es ist schon richtig, was ich vorhin gesagt habe, dass natürlich jeder von uns selbst entscheiden kann, was er für sein Geld kaufen kann, wie er es ausgibt, wofür er es ausgibt. Aber vielleicht dürfen wir einfach noch etwas mehr darauf achten, unseren eigenen Bedarf dabei zu decken bei jeder Neuanschaffung, als jetzt einfach nur etwas zu kaufen, was für Neid beim Nachbarn sorgt, was aber unseren Bedarf oder unser Bedürfnis vielleicht gar nicht so wirklich widerspiegelt. Das Witzige oder Interessante an der ganzen Geschichte ist, häufig sagen wir Menschen von uns selbst, so sind wir ja gar nicht. Ist das wirklich so? Denn meist passen wir Menschen uns, wir sind eben auch nur Herdentiere, dem Verhalten anderer Menschen an. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir machen es aber einfach, weil es eben alle so machen. Und wir wollen ja nicht als Boomer dastehen, so nach dem Motto, guck mal, der kann sich aber das große Trampolin nicht leisten. Wir machen es dann eben. Und da auch mal über seinen Schatten zu springen, ist eben gar nicht so einfach in unserer heutigen Gesellschaft. Eigene Schwächen und Fehler zugeben und Kritik eingestehen ist wohl nicht die Stärke von uns Menschen. Wenn wir es allerdings tun, sind wir wirklich zu 100% authentisch und ehrlich zu uns selbst. Und das schont nicht nur unsere Psyche, sondern auch unseren Geldbeutel, die Umwelt und verschafft dir vielleicht auch in deinen eigenen 4 Wänden ein wenig mehr Platz. How come the stars come to shine? Ja, Noreen ist ja nicht nur meine Partnerin, sondern auch ein sehr wertvoller Mensch für mich, von dem ich einfach sehr viel gelernt habe und heute auch noch lerne. Und sie hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, mehr auf sich zu achten und auch sich im Alltag häufiger selbst zu reflektieren. Also seine Handlungen, warum man etwas tut. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mir zum Beispiel heute auch häufiger die Frage stelle, brauche ich das noch oder kann es weg? Ist es jetzt lebensnotwendig? Mache ich etwas für mich oder nur um anderen Menschen zu imponieren? Wie zum Beispiel beim Konsum auch. Viele kaufen sich etwas, um anderen zu imponieren, aber nicht für sich selbst. Das, wovon ich gerade gesprochen habe. Und das ist einfach super wichtig, da einfach auch mehr darauf zu achten, wie man selber agiert, wie man handelt, wofür man handelt und vor allem für wen man etwas tut. Denn am Ende ist nur eines wichtig, dass du etwas für dich tust und nicht für die Menschen, die du womöglich gar nicht kennst. Could it be to make the ground shine like gold until winter comes, until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Vor kurzem wurden wir tatsächlich gefragt, ob uns nicht langweilig ist oder es ein ödes Leben darstellen muss, wenn wir nicht jeden Tag shoppen gehen oder jedem neuen Trend hinterherjagen. Man muss ja up to date sein. Um es kurz zu machen, früher wäre uns vielleicht ja ein bisschen langweilig geworden. Aber in den letzten Jahren haben wir festgestellt, wie wertvoll einfach die eigene Lebenszeit ist und wie sinnvoll man diese investieren kann. Deshalb stellen wir auch jede einzelne Handlung heute in Frage, die irgendwas mit Konsum zu tun hat oder mit Besitz.
Es macht das Leben einfach so unglaublich leichter, wenn du dich distanzierst von diesen ganzen materiellen Dingen und diesen ganzen Hin- und Her-Pushen. Es ist doch völlig egal, was andere von deinem Lebensstil halten, ja, oder über dich denken. Wir genießen zum Beispiel viel lieber gute Freundschaften, leckeres Essen und einfach die Momente, die uns das Leben schenkt. Und das alles ist eben nicht käuflich. So wie viele andere Dinge, die sich dir in den Weg legen, wenn du einfach deine Fühler auch etwas mehr ausstreckst in Richtung Minimalismus, bewussteren Konsum und das mit ganz viel Spaß und einer dicken Portion Neugier. Wenn euch das Thema Minimalismus jetzt genauso reizt wie uns, dann findet ihr noch weitere spannende Videos zu dem Thema auf unserem Kanal, wie auch in der Playlist, die wir euch hier oben verlinken. Und ihr könnt euch im Alltag auch gerne etwas öfters die Frage stellen, brauche ich das noch oder kann das weg? Where we are, it really makes me wonder.